Problem ist, dass im Moment die Windböen so stark sind, dass wir gar nicht wissen, ob das Rennen überhaupt gestartet wird. Bleibt denn nicht, jetzt haben wir angefangen, jetzt müssen wir es durchziehen. Deswegen bist du halt extrem angespannt, weil du weißt nicht, kommt es jetzt, kommt es nicht, kommt der Wind, kommt er von rechts, kommt er von links, kommt er von vorne. Nachdem dann der Wechsel so abrupt gekommen ist und ich noch nicht mit Handschuhe gehabt habe und dann hat es schon pressiert, haben wir gedacht, oh, jetzt, ja. Das Thema gewinnst du über die Zeit. Und das heißt, die eine Sekunde vielleicht langsam und dafür das konstant zum Fahren ist der Weg zum Ziel. Wir haben jetzt gleich ein Briefing für das Langstreckenrennen in einer halben Stunde. Wir hoffen, dass der Wind nicht stärker wird wie so, weil ja, der Wind ist halt echt hier der Killer. Gestern war er teilweise so hart, da kannst du kaum noch fahren. Ich werde starten, aber das werden wir dann beim Briefing noch machen. Wir haben fliegenden Start, was gut ist. Bin ich froh. Ja, ansonsten Gerrit, Mechaniker, Tom, Mechaniker. Ja, ja. Nein, wir haben ja gesagt, das Eco-Problem, er fährt einfach 1,25, 3,5 Stunden. Und ich fahre 1,35. Dann kann ich langsam. Ja? Das war der Plan, ja. Für mich halt 1,30 durchschnittlich. Ja, ich will keinen Druck aufbauen. No pressure, but we expect a lot. Also wir müssen schauen, dass wir wegkommen am Anfang. Das heißt, 30 Zeiten für mich am Anfang und dann vielleicht etwas raus, nehmen wir 31 konstant. Dann wechseln wir auf den Tom. Dann muss ich heute schnell fahren. Dann musst du auch schnell fahren. Schneller. Dann wechseln wir auf den Schipper. Dann wechseln wir auf den Michael. Und dann fahren wir vorne los. Wichtig bei mir war es vielleicht, inwiefern Tom hier schon einen Reifen herrichten kann für meinen Hintags. Dass wenn ich reinkomme, dass ich gleich einen Hinterreifen ausbauen kann. Ich hätte mal so gedacht, tu den Reifen her, sonst wird der Gerrit wechseln. Ich kann nicht nur was, wenn ich ja, aber du fährst ja aussehen, ja. Du fährst ja auch das Gegen. Kann denn der Gerrit bei dir noch tauschen, oder? Ja, das war super, ja. Weil dann baue ich schnell aus, dann Gerrit wechseln wir schnell, ich baue wieder ein, fahrt es wieder auf, dann bin ich schon wieder bereit für den nächsten Sinn. Dann fährst du, dann fährt der Schubert, dann der Michael. Wir fahren so lange, bis der Tank erreicht hat, jetzt einfach mal sagen. Oder messt das? Ich habe keinen Tag, wenn ich so sagen. Wir können uns schon taktisch anlegen. Ich meine, wenn es mehr geht, ist es okay. Aber das Ziel sollte eigentlich sein, dass ich jeder 20 Minuten fahre. Was, das kann ich kann definitiv länger. Okay, dann versuchst du mindestens 20 Minuten zum Fahren. Wenn es mehr geht, fahren wir mehr. Wir brauchen als Nummer sicher, wenn irgendwas ist, hast du nur irgendeine Kleinigkeit. Ein Bike, was irgendwas. Wir sollten immer eins scharf stehen haben. Ja, und sowieso. Und müssen ganz genau. Ja, das kann ja irgendwas sein. Ja. Und was neu ist, auch während der Fahrt das beobachten, weil wenn irgendwo eine Notsituation ist, dann könnte man es auch da auch anzeigen. Ja. Weil dann sparen wir sich trotzdem immer noch mehr Zeit, wenn man reinkommt und das ist jetzt. Ja. Genau, also wenn irgendwas ist, Notfallsituation, schlecht, schwindelig, Auffahrtzuschau, anteilen, dann muss der Gerrit da drauf anschauen, was schwierig ist. Dann haben wir halt die 50-50-Chance, haben wir es gesehen oder haben wir es nicht gesehen. Ja. Aber wenn irgendwas wirklich sein soll, oder ein Motor hier oder weiß ich, Kuckuck irgendwas, dann ja. Das kann ja alles Mögliche sein, ja. Ja, also normalerweise ist mein Motorrad ja immer wirklich Taco beieinander, aber so wie es der Teufel haben will, bringe ich das Motorrad zum Gilbert in die Box, lasse es warm laufen, eine Stunde, 50 Minuten vor meinem ersten Stint, vom Startstint quasi, und dann rieche ich so Öl. Also hat noch Öl gehabt und dann denke ich mir, wo kommt denn jetzt das her? Und dann habe ich einfach den Kopf runtergehalten und sehe quasi auf dem Krümmer so eine leichte Rauchwolke, so eine minimale, und sehe, dass vom Ölfilter so ein Tropfen Öl da hängt. Ja, und dann bin ich natürlich panisch geworden, weil das kann ja nicht wahr sein. Das hat immer funktioniert. Ich fahre immer ohne Probleme und dann geht es einmal wirklich um die Leberkassemme und dann ölt die Kisten. Also da habe ich mir zu dem Zeitpunkt ich mir echt gedacht, so, jetzt sind wir fertig. Und deswegen habe ich dann auch am Tom gesagt, bitte schau, ich muss mich umziehen. Entweder wir kriegen es jetzt hin, bis dass ich dran bin, oder wir lassen es. Aber ich muss mich jetzt umziehen, ich muss noch ein bisschen eine Kleinigkeit Kohlenhydrate zuführen, ich muss jetzt mich bereit machen.
Und entweder es ist dicht oder es ist nicht dicht. Aber na klar, also rausgefahren bin ich da schon mit dem Gefühl von, naja, also wenn ich jetzt das Öl verliere, dann liege ich wahrscheinlich auf der Pappen. Ich bin 22, was bin ich gefahren? 23 Runden gefahren. Der Tom ist jetzt draußen, fährt sogar ein bisschen schneller wie ich, perfekt. Der zweite mit 30 bis 45 Sekunden Rückstand hat aber da keinen Wechsel gehabt. Nicht gefahren? Nein, der fährt schon 28 Runden ohne Wechsel. Wir sind gefahren mit alle fahren mit Medium und hinten sind wir zwar praktisch auch mit dem Medium gefahren, der Gilbert auch mit der Mischungskomponente Medium und der Michael mit Soft. Der hat sich mit denen einfach auf der Ducati am wohlsten gefühlt. Und es ist spannend, weil der Medium eigentlich nicht gedacht war für so Langstreckeneinsätze. Aber die Performance auf derer Strecken wirklich von der Kilometerleistung her sensationell ist. Also die Konstanz vor allem von der Rundenzeit ist sensationell. Du fährst ein bisschen runter und durch das vielleicht ziehst du das Bike mehr, aber schonend ist relativ, weil du musst dann trotzdem schauen, dass die Temperatur im Reifen hältst, weil der kühle Wind zieht ja Temperatur aus der Felgen raus und also umeinander rollen geht es ja auch nicht aus, also du musst schon fahren. So, wir haben jetzt den zweiten überrundet und daraus wieder ungefähr nochmal 20 Sekunden Vorsprung. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt so knapp 2 Minuten Vorsprung. Das erlaubt uns jetzt so ein bisschen, ja, die Spannung geht so ein bisschen raus, obwohl die natürlich da bleibt, damit man nicht weiß, was passiert, da kann irgendwas kaputt gehen. Ja, jetzt übernimmt dann gleich, wenn der Tom, müsste jetzt jeden Moment reinkommen, dann übernimmt der Gilbert. Klar, dass ich natürlich jetzt nicht so schnell bin. Ich weiß, dass ich in der Ausdauer gut bin. Und war aber schon ein bisschen eingeschüchtert mit dem Wind. Und der ist ja dann auch schlimmer geworden. Und habe dann gewusst, hoffentlich vertrödel ich nicht zu viel Zeit da draußen und mache nicht zu viel kaputt. Aber ich habe dafür die Rundenzeiten, also besser gesagt die Runden, die Anzahl der Runden, ein bisschen nach oben halten können. Und durch das, dass ich nicht so schnell gefahren bin, habe ich ja gesehen, dass letztendlich der Spritverbrauch nicht so hoch war. Grundsätzlich bin ich ja immer aufgeregt bei sowas. Und nachdem dann der Wechsel so abrupt gekommen ist und ich noch nicht einmal die Handschuhe gehabt habe und dann hat es schon pressiert, habe ich gedacht, oh, jetzt, ja. Aber sobald ich auf dem Moped sitze, dann erst haben wir gedacht, ich fahre so lange, bis das Motorrad einmal das Rücken anfängt. Aber nachdem ich nicht so viel Leistung anliegen habe, brauche, haben wir gedacht, nicht, dass man dann ausgeht. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn es einmal ruckt und ich tue dann langsam oder ein bisschen starten, dann komme ich noch runter. Aber das wollte ich jetzt da nicht riskieren. Und dann haben wir gedacht, jetzt ist es gut.
Der Gegenwind beim Anbremsen ist schwer zu definieren oder kalkulieren, weil er natürlich immer unterschiedlich war. Er war mal so, er war mal so. Es war nicht immer gleich. Von dem her versucht man sich irgendwie so in so einem mittigen Bereich zu bewegen, was die Bremspunkte anbelangt. Man arbeitet viel mit dem Oberkörper, weil das ein guter Fallschirm ist. Der Bremsdruck ist nie gleich, das ist immer variabel. Wenn die Bedingungen immer gleich sind, wie ohne Wind, dann bremst du immer gleich hart und lässt immer die Bremse gleich aus und am gleichen Punkt. Und da ist es immer so ein bisschen so anfühlen. Du machst das Gas zu, da greifst du ein bisschen in die Bremse und entscheidest dann eigentlich, ob du mehr bremsen musst oder weniger bremsen musst. Du passt quasi eigentlich deinen Bremsdruck permanent an, um quasi mit dem Auge zu erkennen, okay, wann habe ich Minimum Geschwindigkeit erreicht, um am Scheitelpunkt Maximum Kurvenspeed zu generieren. Und das ist eine permanente Berechnung, die unterbewusst im Kopf stattfindet. Und im Zuge dessen natürlich irgendwie versuche, Kraft zu sparen, weil die Kräfte natürlich speziell bei so hohem Gegenwind enorm sind. Was man sich aber auch in manchen Situationen ein bisschen zum Vorteil machen kann, wenn man dann den Körper mehr Richtung Kurve schon reinlehnt am Kurveneingang, dass man dadurch ein bisschen so reingedrückt wird in die Kurve. Das war manchmal auch gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, das war halt einfach immer variabel. Es war nie gleich. Und das ist eigentlich das Schwierige, weil du bei einer Runde eigentlich immer reproduzierbare Runden haben willst und es war halt immer anders. Es ist extrem schwierig, wenn der Wind natürlich dreht und auch verschiedene Windrichtungen sind, weil, wie gesagt, du bist einmal hast Gegenwind, sobald du in die Scheitel reinfährst, hast du auf einmal Seitenwind, das drückt dich in die Kurve rein oder macht mehr raus, je nachdem, und dann drehst du weiter und dann hast du auf einmal Rückenwind. Das ist quasi ein permanentes Aufhorchen und immer bereit sein, zu korrigieren. Deswegen ist auch das Limit oder das Maximum des eigenen fahrerischen Könnens eigentlich nicht erreichbar, weil du immer die Reserve haben musst, um zu sagen, okay, ich muss noch mal ein bisschen weiter aufrichten oder doch noch mal weiter rein oder ich muss jetzt früher bremsen, weil jetzt habe ich vor mir Rückenwind oder wie auch immer. Also, aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat das Team wahnsinnig gut managed, deswegen haben wir es auch gewonnen und war dann auch sehr zufriedenstellend, wie wir dann als Erster über die Ziellinie gefahren sind, beziehungsweise der Tom ist da zweimal drüber gefahren, weil er das erste Mal die Checkered Flag nicht gesehen hat. Da hat er gedacht, er geht auf Nummer sicher und fährt nochmal drüber. Aber das war dann schon ein erlösendes Gefühl, wie er reingekommen ist. Und waren natürlich die Emotionen und die Freude waren natürlich hoch.